Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Forts 4 gegen 4 Online-Modus. Wir sind hier zu viert auf einer Map und spielen gegen vier andere Online-Spieler von oben nach unten gelesen. Spielt Steffen ganz oben, dann komme ich, also auch Steffen, dann kommt Luca und ganz unten David. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, jetzt wo alles klar ist, let's go und viel Spaß. Herret, ne? Ja, machst du bereit? Hallo? Ich war gerade schon auf bereit. Irgendwer hat wieder was umgeändert. Selbst die Und ich bin Russen wieder ganz warten, ey. unten. So, Steffen, ready, ich ne? bin jetzt warm. Jetzt bist du warm. Meine Hände sind richtig kalt. Ich muss Heizung anmachen, Alter. Klettert bei euch auch nicht. Boah, ich hab nee, ich Oh, hab mir auch nicht. der eine Typ da hatte 400er Bambus in ihm. Der Russe. Ich hab gerade jemanden gefressen wie ein Schwein, ich hab schon wieder Hunger, ey. Boah, bei uns gab's heute Spargel. Junge, was denn? Freche Menschen! Holy Ja. shit! Aber von Spargel, Spargel, da wird doch kein Mensch satt von, ey. Dann so, Ja, hä? es gab Spargel Kartoffeln ist auch. reich, Mensch. Wer isst es täglich? Und diese Fertigsoße Hollandaise von Tomi. Jawohl, die zimmert aber auch immer richtig. Boah, richtig geil, ey. Der Winter kommt ja auch bald. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, der Sommer kommt auch nicht, weil was soll, also, wer sieht mich denn ohne Oberteil? Meine Freundin? Ja, die kennt mich so aber auch schon. Ja. Die kennt mich so aber auch schon. Das ist aber nicht christlich hier, du. Uiuiui. Ui, Christel. Letztens kennt mich dann seitdem noch nicht verheiratet. Ja. Ja, deswegen, dann sieht man sich ja auch nicht ohne Kleidung, von daher. Das Problem ist schon gelöst. Hinter der Fahrer erfährt. Ach, ich habe schon wieder Mist gemacht hier. Schon Ich habe wieder. schon wieder angefangen zu bauen, ohne so eine Mine zu haben. Gut. Oh no, ich habe gerade richtig verkackt. Schon wieder. Ja, das ist hier kein Battle, wer am meisten verkackt, Leute. Schade. Ja, ich bin leider nur ganz vorne da. Ich bin einfach da. Ich bin nur vorne da. Gar nicht gemacht. Bin ganz, ganz vorne mit dabei beim Verkacken. Ja, das ist aber ein großes Problem, weil die werden mich zuerst angreifen. Fokus auf die Zukunft, ja. Das dauert zu lange. Das stimmt. Als ob du das schon fertig hast, was ist das denn? Nee, nicht bummeln. Nicht bummeln. Gryffindors, nicht bummeln. So, easy game. Das ist ein Statement auf jeden Fall. Arrogant bin ich auch ein Habt bisschen. ihr den Hurwitzer fertig? Noch nicht, ne? Ja, ich wusste gar nicht, dass wir das in Hauptsache machen. Ich mache auch keinen. Hätte ja sein können, dass jemand anderes einen macht. Ich brauche noch 40 Sekunden, dann kann ich, glaube ich, meine Kanone placen. Upsi. Ich habe in 40 Sekunden die dritte Mine. Nein. Wie Ich habe nein? schon drei. Beim Prank, Leute, ich hab doch schon drei. War ein Prank, war ein Prank. Richtiger Prank-Bro aus Leidenschaft. Was? Kappa? So, erstmal schön wie so ein Hund, der nichts drauf hat, erstmal schön. Paar MG-Schützen losballern lassen. Ja, das ist gut, also direkt mal markieren, wer Ja, der Chef ist. den Gegner verwirren. Das muss man so Erstmal auch machen. Präsenz zeigen, ist auch wichtig. Das ist echt wichtig. Die Leute unterschätzen das. Ja. Alle sagen das. Alle sagen das. All the experts. Deckel mach Shisha wieder auf. Oh, was ist das hier?
Ich mag Shisha. Merke, mach Shisha auf. Geil. So, so und so. Aber die Ressourcen, die sind immer ein Problem. Ja, bei dem Spiel immer. Ressourcen. Klar. Was hat denn der da unten gebaut? Ist der da runtergebaut? Ach, Mine. Hm. Oh, er hätte meinen Hutbring geschossen. Wo schießen wir denn mal hin? Zweite von... Was? Zweite von unten. Hm? Zweiter von unten. Zweiter von unten. Bam, einfach an. Existenz auslöschen. Ja, ey, kann er halt sagen. Ach, da rein meinst du? Da wird gut abgegradet, höre ich. Ja, schieß da rein, komm. Und tschüss. Das tat weh. Ist der weg, oder was? Nein, nein, der hat Strom und so weiter, aber der hat eine Menge verloren. Wir müssen jetzt eigentlich rausnehmen. Boah. Ja, holst noch mal rein. Ja, ich krieg schon echt was ab hier. Ich hab echt ein Problem. Ich hab den oberen geholt. Mit einem Schuss. Der untere, ganz untere, der hat wenig jetzt nur. Ah, das war der Russe. Aber es könnte auch Ukrainer sein, man weiß es nicht. Oh, ey, ich hab echt. Das ist ganz schwierig in der Lage. Da feuer noch mal rein, da in die Mitte. Oh Gott. Der geht doch dann voll RIP. Alter! Was ist da? Hallo? Was war das? Er hat meine Windräder rausgeschossen.
Das geht ja gar nicht. Ich habe ebenso meine Windräder rausgeholt. Der hat gar keinen. Und tschüss. Der besteht nur aus Hintergrund. Ja, ne? Irgendwie ja. Ja, der ist es gleich aber auch nicht mehr. Oh mein Gott. Was ein Hüftschuss. David, du kannst doch deine Kanone da nicht einfach so machen. Ja, ich bin nur. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin gerade dabei, die einzubauen. Ist ja geisteskrank. Ja, aber der rafft das auch nicht. Also die steht da komplett offen und dem ist das auch egal. Das stimmt, ja. Aber ich hätte dann auch alle weggeschossen, halt. Aber der kann halt nichts machen. Guck mal, wie kann das denn da halten? Ja, das frage ich mich auch. Wer schießt denn das einzige Schild, was der hat in dem Leben? Liefer kann ich nicht schießen. Ja, guck mal, das muss einfach jemand machen, der es kann. Oh nein, oh je. Boah, ich hab richtig. Ein Rauch. Jetzt der nächste hier. Mann! Guck mal, das waren so schöne Hits. Ja, waren schöne. Ja. Richtig rein, Alter. Ich habe nur das Gefühl, meine Base kippt gleich ein bisschen auf. Ja, das ist beinahe auch passiert. Eigentlich müsst ihr nur fokussen auf die drei Türen von dem zweiten, also von dem unteren. Einfach fokussen die Türen und dann, wenn eine explodiert, dann explodiert der Rest locker. Welche Türen? Ach, ich bin so blöde, Nevian. Ja, der untere, der hat doch da drei Türen auch. Boah, scheiße. Die einfach wegmachen. Beziehungsweise einfach abwählen. Wenn der schießt, dann ist der Kanalister quasi tot. Weil da wird alles explodieren. Kommt klar, wenn ich keine Kanone habe oder so, oder irgendwas, was stark ist. Also ich würde da mit der Shotgun da reingehen, wenn sobald es geht. War schwierig, ne? Also wenig will passieren. Oh, das doch, halt mal rein mit der Shotgun. Jetzt. Ah, schade. Ein bisschen zu hoch. Ein bisschen Holzbalken getroffen, wäre der locker gefallen. Oh. Ja, die ja, Shotgun. Ja, die Shotgun. Das Alter, Quäntchen geil. Glück noch am Ende raus. Ey. Die beste Shotgun Deutschlands. Ja, Mann. Was ist das denn? Einfach Vorzrang minus 1. Oh, das mein Gott. Absurd. Das hätte einfach wirklich nicht gereicht ohne die Shotgun. Oh, oh. Ja, die machen nicht so viel. Aber die sehen viel aus. Ja, was soll ich sagen? Ist so. So, der Typ, der kriegt jetzt erstmal einen zurück. Zack. So. Welcher? Der überlegt sich jetzt zweimal. Ja. Du kannst auch mit der Shotgun die Dinger abschießen, ne, wenn du die nochmal schießt. Wie? Ja, ich weiß. Das ist wahrscheinlich erst nicht verstanden, wahrscheinlich das Effektivste, was du denn machen kannst gerade. Ja, baller dem das auch noch schön weg. Ja, ich geh mal schön mit den MP-Schützen rein. Ja, immer die großkalibrigen Sachen draufhalten, das läuft schon. Ja, wenn ich jetzt noch so ein Metalllager hab, dann kann ich auch wieder schöne Waffen bauen. Du hast einfach drei Stück gebaut. Ja. Besser auf Kante haben als zu wenig, weißt du? Ja, jetzt snipern, hat jemand einen Sniper? Ich hab ne Shotgun, warte. Ja. höher, die auf die Kanone, wenn du triffst, geht die raus. Die wäre sogar explodiert, weil die schon beschädigt ist. Jetzt bin ich getroffen. Ja. Die hat nichts mehr. Ah, Stück zu hoch. Die Kanone hat nichts. Na, schade. Oh, der ist genau drauf. Genau geholt. Wieso schießen die Kanonen so unterschiedlich? Weil du dir an unterschiedliche Stellen gezielt hast. Ja. Wichtiges Windrad. Der kommt wieder mit seinen komischen Raketen auf mich. Ja, jetzt tust du lieber, dass du die Shotgun ready hast, ey. Ja? Guck mal, ich hab da ein bisschen Air Support.
Ja, ich hab diese Türen nicht bedacht. Ja, yes. Das sah geil aus. Ah, es war wieder zu leicht. Ja, das war's mit der Runde. Hier sehen wir natürlich nochmal diesen wunderbaren Shotgun-Schuss, der diesen einen Balken zerstört hat, wodurch dieser Gegner komplett rausgegangen ist. Das war wirklich ein traumhafter Schuss und ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.